Willkommen zurück beim Ranch Simulator. Kante? Ah! Was, da bin ich. Mahlzeit. Morgen. Kante aus der Kiste. Morgen. Wie aus der Pistole geschossen, kommt er da raus, ey. Jo. Du, die Hühner beschweren sich schon. Ja, ich bin gespannt. Hast du irgendwie in der Zwischenzeit mal gearbeitet hier? Ich habe gearbeitet, ja. Ich sehe schon, ein paar Futtersäcke sind hier dazugekommen und Ja, genau. Ja. Einen müssen wir nochmal auskippen. Die haben ja gar nichts mehr. Ach so, ja, besser ist das, ey. Ja. Ey. Zack. Keine Eier hier, oder was? Ja, die, wo, was sollen die auch kacken, ne? Hier ein Ei legen. Ja, Freunde, keine Eier, kein Futter. Das ist aber eine ganz schlechte. Das ist der Deal. Teufelskreis hier. Können die genug trinken? Ja. Ja, guck mal. So, oder? Kommen die überhaupt denn in den Eimer dran, da, ey? Ja, sonst wären die ja schon alle tot. Ja, leider mussten wir uns von einem Schwein verabschieden. Da war ich sehr traurig, als ich die Nachricht gehört habe. Ja. Warum ist Bertha gestorben? War das, ich weiß es nicht. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Es lag auf einmal da. Toll. Guck, der andere. Dass die Tiere überhaupt sterben können da. Ja, also. Ist irgendwie traurig. Ja, irgendwie ich schon, dachte, ne? Da geht's dann um Leben dazugewinnen und so. Und der dicke Ding, das frisst uns ja alles weg, also. Ja, deswegen, die ist wahrscheinlich verhungert. Der Fette wurde immer dicker. Guck dir das Ding mal an. Ja, würde ich gerne. Ich stehe hier noch im Schnee. Ja, dann komm doch mal her. Backt wieder rum. Ja, ich komm. Ja, ich komm. Es ist Freitagabend. Ich weiß auch nicht, was los ist hier. Boah. Ja, das ist ein bisschen größer geworden, wenn, ne? Wenn du jetzt hier eine kleine Sau hier reinpackst, ey, der steht in der Luft, ey. Ja, er hat schon dreifach Kinn. Hör mal. Da können wir ein paar Frikos draus machen, ey. Ja, Fleisch habe ich ja hier weggepackt. Oh, ach, im Schnee? Oder wo? Nee, ja, alles schon weggebracht. Ich habe hier bis tief in der Nacht gearbeitet, während du da Urlaub gemacht hast. Ja. Oh, sehr hygienisch hier alles. Ja, guck mal, ich habe sogar schon eine Frikadelle gemacht. Wo? Ja. Ja, kann ich die essen? Nee. Nee. Das sieht aber nicht aus wie eine Frikadelle, das sieht aus wie so ein Kackhaufen. Guck, ich habe uns einen Tisch gebastelt. Ja, oh. Ja. Jetzt mal. Pass auf. Ist hygienisch halt auf dem Boden, das Fleisch. Reinlegen. So, dann dreh mal. Aha. Ja, ja, dreh. Ja, ich bin dabei. Hä? Drehst du schon? Verwenden. Oh, ja, da spritzt das raus. Es spritzt. Kante der Fleischspritzer. Ja. Alter, was ist das? Und dann kannst du das Produkt nehmen und wieder hierhin platzieren. Okay, und das ist ein Fleischklops einfach jetzt, oder? Ja, dann hast du Frikos. Ich wollte noch mal schauen. Hineinlegen. Verwenden. Kante der Spritzer, da spritzt er wieder wie ein Weltmeister, ey. Es gab auch hier irgendwo so Fleischregale und sowas. Diese Geräusche, ey. Nehmen. Vorratsbehälter für Fleisch. 16 Holzplanken, 18 mal Metall. Brauchen wir irgendwie, oder? Ja, sicher, wir brauchen alles. Ja, haben wir denn auch die Kohle dafür so was? Nö. Wir haben immer noch kein Haus gebaut für uns, noch kein Obdach. Nö. Aber er denkt nur an Fleischproduktion. Ist er jetzt auch richtig rum? Ich hoffe. Neue Klamotten hast du immer noch nicht geholt? Nö. Ich mach das Ding mal fertig. Mach mal. Sieht ja schon eklig aus, wenn er da rausspritzt, ey. So, wo ist denn hier die Säge? Da ist die Säge, da brauche ich nur noch Baumstämme. Die holen wir uns jetzt. Ja, da machen wir alles hier weg, ja. Da hole ich die Axt aus dem Aktenkoffer. Einschalten und ab geht er. Und erstmal die kleinen Dinger hier weg. Das ist ja, die sind sowas von nervig. Hm. Vor allen Dingen die hier, wo man andauernd gegenfährt. Hey. Was denn? Er nimmt den nicht an. Er muss auch anmachen. Ja, aber die war doch gerade an, wo du gesägt hast. Hast du sie ausgemacht? Ja, wie denn? Ne. Guck. Ich guck. Alles im Griff. Ich gucke. Da passiert nichts. Hier passiert nichts. Natürlich, das Ding sägt doch das Ding. Wieder Zeitversetzt alles, oder was? Ja,
Nein, alles gut. So, schon mal ein paar Bretterchen hier rein. Bam! So, noch 12. Ich fahr schon mal Metall holen, ne? Ja, mach mal. Nachdem wir letztes Mal im Baum gelandet sind, überrascht mich hier gar nichts mehr. Baumarkt. Okay. Getankt habe ich übrigens auch. Sehr gut. Ja. Und wir haben noch ein bisschen Geld. Ja, der Qualm aus dem Auto sah auch nicht so gesund aus irgendwie. Ja, ist schon ein bisschen älter. Bräuchten echt mal ein neues Gefährt. Und ja. Der Schnee wurde wieder mehr, finde ich. Hoppala. Hoppala. Alles gut. Ich kann einfach nicht fahren. Ah, bin super durchgekommen. Schlaglöcher. Nennen wir es Schlaglöcher. Ja. Das waren Schlaglöcher, eindeutig. So. Und Steine. Noch mehr Steine. Oh. Wo ist er denn? Da ist der Baumarkt. Alter, die Baumstämme sind jetzt schon zugeschnallt. So, zack. Ab ans. Müssen Bretter gar nicht mehr aufeinander gestapelt werden. Panel. Wow, da müssen wir $200 für ausgeben, ey. Sollten generell immer so Arbeitsteilung machen, ne? Einer bleibt an der Ranch und baut und der andere geht immer jagen oder so. Ja. Ist halt irgendwie langweilig, wenn dann passiert bei dem einen und bei dem anderen ist dann ja, bist du am besten. Ist schwer, ne? Ist schwer. Ah. Dann würde ich ja quasi nur jagen gehen. Ja. Oder nur bauen. Ja, oder wir müssen. Ja, oder wir müssen es abwechseln, ja. So, dann habe ich schon aber mal so das. So oft wie wir sterben. Ja. Oder du vor allem. Ja, weißt du, jetzt er hier. Ja, ich bin noch nicht einmal gestorben in dem Spiel. Einmal gestorben. Ja, ich glitsche auch immer über die Map. Sag mal, wie viel Kilo Zement braucht man noch fürs Haus? Mal gucken. Oder normales Haus jetzt? Ja. 80. Oh. Nee. Das machen wir nicht. Wie teuer ist das? 50 Kilo kosten 250. Oh. Also ist überschaubar, aber. Aber wenn ich hier gerade sehe, die verkaufen Holzplanken. 8 Stück für $32. Ob wir die auch verkaufen können? Ich glaube nicht. Hä, wo ist denn jetzt die Säge? Ach, da. Wofür braucht man denn einen Campingkocher? Eier kochen wahrscheinlich. Müssen die nach Burger wieder fahren und gucken, was die brauchen. Da bist du Burger. Nein, ich scrolle mich jetzt nicht durch das Feuerwerk. Was? Nix. Ach so. Du hast nichts gehört. Hm. Er bringt eh wieder Feuerwerk mit. Nein, nein, nein. Wir haben kein Geld. Ja, ja. Wir müssen auch mal ein bisschen sparen. Ist da was drin. Ja, Lidl-Ware. Wenn die mal was verkaufen würden, weißt du? Knallerbsen und so. Das wäre noch ein Highlight. So. Wenn du wiederkommst, haben wir, glaube ich, ich weiß. Holzplatten. Ja, das ist gut. Ist gut. Wie gesagt, wir können ja mal versuchen, die zu verkloppen. Ich gucke nochmal, was bei Best Burger im Angebot ist. Vielleicht brauchen die ja Fleischklöpse. Komm, die können wir einen 5er Multiplikator reinhauen, ne? Hähnchenfleisch, Huhn und Quark. 1,9. Ah, toll. Haben wir nichts. Nee. Nichts haben wir davon, ey. Tote Hühnchen vielleicht haben wir auch noch nicht, ne? Vielleicht in der nächsten Folge. Was denn? Irgendwas schreit hier. Wie es schreit? Irgendwas schreit hier. Das hört sich an wie eine Kuh. Was? Ja. Hör mit. Ja, die suche ich gerade. Das wär's, ey. Findet einfach nur eine Kuh, ey. In der Wildnis. Ja, das wär doch mal was. Müssen wir die nicht mehr kaufen. Oder ist das hier der Best Burger Soundtrack? Jo, bei mir war jetzt auch so ein komischer. So ein Stöhner war das. Ja. Ja, ja, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Random Event? Fangen die Kuh oder so? Ja. Bisschen Rodeo und so. Nicht, dass das ein Spiel war. Nehmen wir mal mit hier.
Was ist das denn? Was hast du denn da wieder jetzt? Das sind bestimmt meine Dingens hier. So ähnlich wird das bei 7 Days auch ablaufen, ey. Ah, wenn wir den mal, wenn wir den mal gestartet kriegen. Ja. Wir haben das ja gerade mal versucht, die Season 4 zu starten, aber irgendwie will er nicht. Findet man den Server nicht. Nö. Aber wir spielen lokal, nicht über Server. Das ist halt ein bisschen komisch. Ja, die erste Testphase ging ja noch und dann... Dann war alles so blöd. Heute streikt's. Ja, ja. Sollte halt heute nicht so sein. Immer eine Glückssache. Aber bringt ja auch nichts, wenn wir aufnehmen und andauernd rausfliegen. Ja. Genau. Boah, die nur am rumlitschen hier, die Holzplatten. Ja, ich bringe noch ein paar Stämme mit. Die habe ich da so gefunden. Was? Noch mehr? Wo bist du denn? Go for Ranch. Ja, ich komme hier immer noch nicht klar mit der Ranch, also... Da ist er. Guck dir mal die Holzplatten an, gleich. Ich gucke. Ja, sauber! Rutsch. Sauber! So. Komm, Holz, hier, Baumstamm catch, ne? Okay, komm her! Komm! En garde! Was ist das? Och, okay, ja. Oh shit, jetzt habe ich die Säge abgebaut. Ja, Hammer, ey. Ah. So, ich versuche mal eben hier das Ding fertig zu kriegen. Ey, dann haben wir einen Fleischschrank. 6 Stück noch. Fleischschrank? Ein Fleischschrank. Wie viel kann er denn schleppen, ey? Guck, wie viel er schleppen kann. 5 Stück. Boah. 5? Ja. Mehr. Guck mal, wie viel Dinger ich in der Hand habe. Guck mal, wie viele Dinger ich in der Hand habe. Wow. Ja, dann hau mal rein da. Dann müsste er ja fertig sein. Ja, Metall noch. Ach so, ja, stimmt. Ich hatte ja 2 gekauft, der Rest, genau. Der Rest bleibt liegen. So. Bäm! Fleischschrank, Fleischschrank. Schrank. So, das lege ich mal hier so hin, das Metall. Ne, da kommt, das lege ich da rein. Meinst du, wird geklaut? Ja, sicher, du. Wer weiß, was wir hier für Nachbarn haben. Man sieht die nie. Ich hab leider noch keinen gesehen, genau. Wollte gerade sagen, ey. Öffnen. So, dann hänge ich mal so erst ein Frikadellchen hier rein, ne? Ey, da kann man nur 6 Stück reinmachen. Ich will auch mal reinhängen. Da hängen so unsere Säcke. Eine ist 100% und was ist... Was? Andere? Ich sehe nichts. Mach mal Licht. Prozent. 1%? 2%? Ach so, 3%. Ah ja, jetzt verstehe ich. Und da ist so ein Gara jetzt, oder was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ist das irgendwie... Luftgetrocknet. Ich mach noch mal was. Das Geräusch, ey. Geil, ne? Hast du dir doch gewünscht. Ja. Ein funktionierender Fleischkoch haben wir gewünscht. Das so. Stimmt. Tür schließen und jetzt... Holla die Waldfee. Ja, jetzt haben wir Holz ohne Ende. Ja, gucken wir mal. Wir können mal nochmal... Ja. Nochmal was anderes bauen. Du, ich würde sagen, wir probieren dann einfach mal zu verkaufen, oder? Ja, können wir auch machen. Zack, gucken, zack, zack. Gucken, zack. Was es dafür gibt. Immer mal mehr Holz in der Hand, ey. Bist du so ein Schwächling, ey? Nö. Du musst zack, 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 zack. Guck mal, mein Stapel an auf dem Wagen, ey, und dein. Guck mal, mein Stapel an, sag mal deine. Wir sprechen uns in 7 Days wieder. Ja, komm. Er mit seinen 7 Days. Seinen 5000 Spielstand. 2,5. Willst du mitkommen? Warte, ja, ich komme sofort. Ich dachte, ich bringe noch mal ein bisschen Bonus mit. Oh, das Ding braucht so lange. Komm, dann hau ich auch noch einen raus, dann haben wir wieder 6. Ja, sehr. Das muss sich ja lohnen. Und unterwegs holzen wir alles ab. Das ist wahrscheinlich 3 Dollar für sowas, ey. Ja, wahrscheinlich. Das wär's ja, wenn du durch diese Holzdinger reich wirst. Ja, reich glaube ich jetzt nicht, aber... Boah, dann brauchst du auch keine Farm mehr. 17%? 75 Schuss habe ich nur. Aber mich würde mal interessieren, was so ein Fleischbällchen bringt. So ungegart. Ja.
Ich weiß auch nicht, wer das hier essen soll, außer der Best-Burger-Typ. Der einzige Mensch und die eine Rezeptionistin. Keine Ahnung. Oder was. So, ich nehme immer ein Fleischbällchen mit. Nehmen. Mach die Tür zu. Mach Tür zu, wird doch kalt da drin. Mach mal die Tür zu, ob ich da rein glitsche. Ach scheiße, jetzt krieg ich das gar nicht mehr mit, ey. Ach kacke, da oben drauf, okay. Das eine Fleisch, du kommst schon raus. Warte, ich komm. Kommen sie? Rum. Fleischbällchen, ey. Ja. Ja. Oh, da müssen wir aber jetzt runternehmen vorher, ne? Bevor wir im Baumarkt waren. Oh. Ist das so? Ja, also ich glaube nicht, dass die Fleisch kaufen. Zumindest wäre es sehr komisch. Ich sehe auch jetzt schon kommen, dass wir uns gleich in den Arsch treten, dass wir die ganzen Bretter verkauft haben. Oh. Boah. So. Gucken wir erstmal, was der uns hier gibt. Nee, bleib ruhig sitzen. Ja, ich mach das mal. Warum? Warum nicht? So. $25. Für alles. Ist ja nur eine. Achso, echt? Ich dachte, du hast das Holz jetzt drauf gehabt. Nee. Dann nehmen wir die nochmal mit und warten, bis die fertig ist. Was gibt es dann? Ja, weiß ich nicht, was es dann gibt, aber vermutlich mehr. Ja komm, der wird kein Holz kaufen. Na. Haben wir hier keine Hupe? Irgendwie... Weiß ich nicht, das wäre es natürlich. Irgendwie nicht, ne? Nee. Also unter H ist nix. Wie Horn oder so. Wie Horn? Ja. Was heißt denn sonst Hupe auf Englisch? Ja, Horn. Ja, ja, siehst du, jetzt guckst du, ne? Ja, aber ist das aber ein englischer Entwickler? Vielleicht ist er. Weiß ich gar nicht. Aber wo verkauft man denn hier? Ah ja. Ah ja. Hier muss man da rein. Aha. Ah ja. So. Man denn? Was? So, erstmal mein Fleisch. Wer pfeift denn hier? Sag mal, hörst du das auch? Ja. Sag mal, wer bist doch du? Wie pfeifst denn du? Mit Haar, wie. Wow. Ein Hauch. Weiß ich nicht. Wir kriegen pro Holzplanke $2. Was sag ich? Ey, ich hab sogar noch zu viel gedacht. Ich würde sagen, wir behalten die, oder? Wollen wir den Rasenmäher haben? Sind jetzt ja, sicher behalten wir die für die Projekte. $84, das bringt aber nichts. So. Nee. Warte, ich muss mein Fleischbällchen aufpacken. Wie machst du denn das jetzt, das Pfeifen? Mit Haar. Tatsache. Sachen gibt's? Ja. Was brauchen wir denn noch? Nix, ne? Nö. Oder? Du warst jetzt letzte Mal ein bisschen solo aktiv hier. War doch noch was du brauchtest? Ja, Geld, aber. Ey! Mein Fleischklops! Wie, Er hängt in der Luft! Echt? Er ist verflucht. Hast schon mal einen Titel, der verfluchte Fleischklops. Ja, guck mal, jetzt fährt er mit. Alter, haben die auch scheiße gemacht, dass du hier erst so rumeiern musst, weißt du? Das sieht aus wie so eine Badeente. Ja, das ist unsere Fleischente. Er hat wieder kein Licht an, ey. Warum denn? Stürmt doch nur ein bisschen. Ja. Mein Gott. Ach nee, da war das an. Okay. War immer diese Schneestürme. Ja, du frierst aber nicht. Du bist ja immer noch. Oh! Ja, wir haben doch keinen Platz. Oben drauf? Ach, komm. Auf den Brettern? Du kannst das Fleisch da eh nur verkaufen. Ja. Ja, da können wir doch lieber ein paar Bären jagen gehen. Das sind wir lieber immer gut bisher. Ja, da sind wir die Besten drin. Mein Gott, ist das laut hier. Guck mal, wo wir rauskommen. Warum schreist du denn so? Weil es verdammt kacklaut ist. So, mein Frikadellchen. Wieder rein damit, ne?
Wie weit sind so. Die? Weiß ich nicht, aber ich bereite die anderen schon mal vor. 56%. Ja, sauber. Wir brauchen mehr Schränke. Ja, machen wir noch einen. Ja, da brauchst du aber wieder Metall, ne? Dann fährst du aber jetzt. Ach so. Aber wir haben gar kein Geld mehr dafür, oder? Doch, doch, haben wir. Könnten wir machen. Alter, ich denke so, ich habe hier voll den geilen Raum gefunden, immer den überhaupt. Ja, da kommst du da draußen, wa? Auf einmal alles weiß. So, schon mal die nächsten 6 vorbereiten hier. Guck mal, wie das läuft hier. Hä? Wenn du einmal drauf hast. Was soll das für ein Schrank sein? Ein Fleischschrank. Das, okay. Was sich jedermann wünscht. Eigentlich brauchen wir auch noch eine Wurstpresse, oder? Ja klar. Oder eine Wurstspritze. Gibt's ja auch. Ja, ja. Also was brauchen wir auf jeden Fall noch. Wollen wir mal so ein paar Würstchen aufhängen können. Was sollen wir denn sonst grillen? Nur Frikos? Nee. Bratwurst. Oder eine Krakauer. Ey, lass du nicht über unser Fleisch hier, bitte. Willst du mir sagen, dass deine Hygienestandards besser sind? Ja. Höher sind? So lieblos gemacht mit deinem komischen Fleischwolf, geil. Was denn? Oh, er baut ihn ab. Mann. Ja, dann dreh du mal ein bisschen Fleisch. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen... Wo packen wir denn das ganze Holz hin? Hier rein einfach. Nehmen das Fleisch. Ja, das kostet ja nichts. Das wird uns ja keiner klauen hier, ne? Oh nein. Was denn? Ich hab das zweite Fleischwolf gedreht. Ach, Kante, ey. Ja. Wow. Du stehst sogar instabil. Mein Gott, das schneit aber ganz schön. Ja. Aber nicht mehr lange. Ich hoffe. Ey, so ein bisschen Frühlingsgefühle wäre ganz toll. Aus Scheiße. Mann! Au! Voll raus dem Fleischschaft hier. Ey. Was cool ist, dass du die Bretter jetzt so stapeln kannst. Das ist echt, ja. Mein Gott, ey, wie ordentlich das aussieht. Guck, ey, ich bin stolz auf mich. Warte, ja, ich komm so vor. Komm ein bisschen... rumfleischen. Boah, geh nicht raus, du. Boah. Ja. 80. Fleisch ist Fleisch. Da, da, da. Ah. Ja, ich gehe mal nach den Hühnern gucken. Ja, diesmal ein paar Eier gelegt haben. Ja, ich sag mal, wie machen wir denn Quark? Der sucht da andauernd Quark. Wenn du Käse-Dings hast, glaube ich, da war doch, konntest du doch. Guck mal, jetzt, nur lesen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gehofft, dass du sagst mit Milch, aber. Ne, irgendwas war da mit Käse auch geschrieben, meine ich. Oder? Weiß ich, ja, du kannst Schimmelkäse machen oder irgendwie so, ne? Ey, mehr habt ihr nicht? 2 Eier? Ist das euer Ernst? Ey, lass die mal bitte langsam mal in den Wolf. Einfach rein da. Die bringen ja überhaupt nichts. Ne, irgendwie nicht, ey. Ne? Scheiße, ey. Mann, ist das schlecht, ey. Kriegst du da nichts hin? Ja, aber die scheißen die ganze Bude voll, ey. Die ganze Bude scheiße voll. Und fressen uns die Haare vom Kopf hier. 90%. Kommt jetzt. Rikos. Ey, schon wieder 20:07, ey. Ich wollte gerade sagen, dann fahren wir gleich nochmal eben zum Laden, aber der hat ja gleich schon wieder zu. Ist ja ein Saft. Ja, ist ja ein Saftladen. Ja, ich hab die 4 Eier, also alles gut. Ja, wir können sie leben lassen. Aber so gerade. Ja. Ich gehe noch mal durch den Schneesturm. Das Fleisch leuchtet schön. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Irgendwie verstrahlt oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal rein. 95, ey. Mach schnell. Oh, ich mache hier noch mal einen.
Ich würde mich wundern, dass das... Dass die draußen nicht gar reifen. Hier, da ist mein Holzstapel. Guck ihn dir an. Ui. Der sieht aber mal akkurat aus, oder? Lass einfach vorhanden ausbauen. Ja. Ey, willst du dir das wirklich antun? 98%, ja. Nein. Bei den ganzen Bugs, die wir uns erwarten. Das Schwein lebt noch. 99%. Komm, 100%. 4 von 7, 2,7, noch was. Der hat noch Futter. Okay, wir brauchen echt Hühnerfutter. So, und jetzt? Was denn? Kann ich die eine Frikur ist fertig wohl. Oh! Hat jetzt ja gar nicht verändert. Was soll der Scheiß? Ah, da steht doch jetzt bestimmt gereift oder so. Nee. Kann die auch nicht mehr aufhängen. Guck mal, ich tue die mal hier hygienisch hier auf so eine Plane. Ja, immer dann tue ich meine dazu. Warte, so. Der ist noch nicht fertig. Machen, dann, 100%. Hey, du siehst. 100%, okay. Ja. Kann man hier eigentlich Lichter bauen? 100%? Hey, das nervt mich schon extrem mit der Taschenlampe, muss ich sagen. Bauen. Ach, nö, jetzt sehe ich doch wieder nichts hier. Ja, das ist ja gerade der Mist. 100%. Nee, jetzt siehst du echt nix, ey. Nee, da müssen wir wohl pennen gehen, du. So, also, dann schon mal die nächsten Fleischbällchen hier aufhängen. Für morgen. Ja. Und dann verkloppen wir die. Und dann will ich mindestens $50 pro Ball sehen. Mindestens? Ja, ich glaube, dann schlachten wir das Schwein auch, das andere, oder? Jetzt sind wir so geschlachtet, also ganz ehrlich, ey. Die haben uns keine Ferkel hier. beschert, ich wollte nur einen Ferkel sehen. Vielleicht sollten wir uns nochmal so ein junges Pärchen holen, also gleich alt. Meinst du, das... Weiß ich nicht, aber... Er sperrt mich fast in die Scheune ein, ey. Ja, vielleicht war der Altersunterschied zu groß und er hat es einfach niedergetrampelt, das Weibchen. Man weiß das ja nicht. Ja, oder sie ja selbst vom Programm, weil er es nicht gebracht hat oder so, keine Ahnung. Oder so. Ich meine, er sah ja auch nicht mehr so appetitlich aus, ey. Ja. Sind schwerfällig. Ja, er sieht ja jetzt noch schlimmer aus. Ja. Deswegen. Ja, diese und viele weitere Fragen werden wir in der nächsten Folge klären. Macht's gut. Ja, haut rein, ciao.